Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Frage, mit der wir uns heute befassen, ist eine elementare Frage von Gleichbehandlung. Herr Krüger hat darauf hingewiesen. Unser Grundgesetz formuliert, und Herr Spieß hat diesen Satz zitiert in seiner Rede, niemand darf aufgrund seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Situation, die wir hier aber haben, dass Menschen mit Behinderung, die in Einrichtungen der Behindertenhilfe oder in psychiatrischen Einrichtungen als Kinder und Jugendliche waren, ausgeschlossen worden waren, explizit ausgeschlossen vom Heimkinderfonds, ist eine Ungleichbehandlung und diese muss beendet werden. Wir brauchen hier eine sehr schnelle Lösung. Darauf hat übrigens im Juni 2011 der Bundestag schon hingewiesen und hat die Bundesregierung aufgefordert, im Einvernehmen mit den Ländern auch für diese Personengruppe eine Regelung zu schaffen. Geschehen ist bis heute nichts. Darf ich Sie kurz unterbrechen, Herr Kollege? Meine Damen und Herren, könnten Sie bitte Ihre Nebengespräche nach draußen verlagern? Ich weiß nicht, wie groß das Problem ist, das Sie gerade diskutieren, aber Sie diskutieren es sehr lautstark. Fahren Sie bitte fort. Darf ich fortfahren? Danke. 2013 haben die Arbeits- und Sozialminister sich zuerst für einen solchen Heimkinderfonds ausgesprochen, also auch für die Kinder und Jugendlichen, die in Heimen der Behindertenhilfe und in der Psychiatrie waren. Allerdings dann im November 2014 gesagt, nein, wir wollen das überführen in das Regelsystem. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet und es soll jetzt mit weiteren Ministerkonferenzen, nämlich noch mit den Jugend- und Familienministern und den Gesundheitsministern beraten werden. Also Arbeitsgruppen, Arbeitsgruppen, Arbeitsgruppen sozusagen. Und Herr Spieß hat darauf hingewiesen, obwohl es Bereitschaft der Bundesregierung, des Landes Bayern und der Kirchen gibt, die Länder blockieren hier. Und das kann einfach nicht sein. Angesichts des zunehmenden Alters der Betroffenen gibt es hier eine Zeitnot. Wir brauchen eine schnelle Lösung. Und selbst wenn man über eine Überführung in Regelsysteme nachdenkt, eine Lösung muss jetzt gefunden werden und die kann über den Fonds passieren. Deshalb finden wir, es ist richtig, diesem Antrag zuzustimmen. Alles andere wäre schäbig. Und ich glaube, der Senat hat jetzt in der Osterpause Zeit, seine Haltung zu überdenken. Und wenn wir denn wiederkommen, ich habe das ja gehört, auch die CDU ist dafür, dass es da jetzt eine schnelle Lösung gibt. Dann sollten wir gemeinsam darauf hinarbeiten, dass tatsächlich eine unbürokratische Lösung für die Betroffenen gefunden wird. Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage. Danke.